Hey und hallo zu Sims 3 zum Isseparadies und ja, wir sehen Chandel, die immer noch diesen Schritt drauf hat und ihr kriegt ihn einfach nicht weg. Nee, geh mal duschen, lass das mal sein mit dem Kühlschrank. Du brauchst für uns zu essen machen. Denn ich meine, hier ist noch irgendwas, hör mal auf, geh mal raus hier. Hier ist noch irgendwas drin. Krieg mal klebrige Carbonara. Und dann kannst du das nämlich aufräumen. Und brauchst du nicht weiter kochen. Da gibt es noch viel zu säumen. Ist ja schließlich auch zeitig genug aufgestanden. Ja, dann kannst du das auch halt mal erledigen. Selber schuld. Was ist mit der Dusche? Auch dreckig oder was? Hm. 26, hoffe sie schafft es irgendwie noch, bevor sie noch zur Schule muss. Inzwischen nimmt unser Ressort richtig Geld ein, denn vom Job her dürfte noch nicht so viel sein. Das können wir. Hat sie auch nicht verändert, dass sie irgendwie dass irgendwie Lila so richtig Geld verdient. Naja, ist ja im Moment so Nebensache, was sie kriegt. Ach, guck mal. Doch, sie ist ganz schnell und die kann, naja, Lila ablecken. Die habt ihr keinen Müll immer? Und Geld haben wir auch noch eingenommen. Na, gib mal hier, gib mal 3000. Der Schulbus kommt in einer Stunde. Okay, den lassen wir noch kommen. Schaffst du das in der Stunde, wenn du weiter so läufst? Schaffst du das nicht? So wie. Ah, hallo, Lila. Okay, zeig mal hier. Ja, Teller ablecken hat geholfen, eine Handlung, aber Lila muss pinkeln. Ja, okay, wir bleiben noch kurz bei Chandel. Sie macht schön sauber hier. Und dann wird der Schulbus kommen. Okay. Na gut, dann kannst du die auch aufräumen, denn Lila hat die abgeleckt. Räumt sie wieder auf und nur ihn. Also sie nimmt beide mit. Okay. Was hast du denn jetzt mit dem Klo gemacht? Naja, ganz einfach. Da ist der Bus. Tschüss. Entstopfen. Los, probier das mal. Und wir gehen mal inzwischen zum Ressort. Ich glaube, das war hier drüben. Hoppla, da ist es. Ich kann ja nicht weiter bauen. Im Moment ist es nur zu verbessern. Rechnung? Okay, dann bezahlen wir die Rechnung, oder? Oh, guck mal, gehackt, Lila leise. Mein Auftraggeber Matteo Torres hat durch Zufall erfahren, dass ich mich hervorragend im Internet auskenne. Das sei mal dahingestellt, aber ich werde doch meinen Klienten nicht ihre Zack Illusion nehmen. Ich sollte zunächst einmal Matteo zu meiner Aufgabe befragen. So, befrage Matteo. Ja, den nehmen wir natürlich an. Und dann wollte ich hier noch ordentlich Geld ausgeben. Zimmerservice ist eingeschaltet und wir werten das mal richtig auf. Und wenn wir hier noch ein Gebäude aufwerten, das ist zum Beispiel. Jo, mal sehen, dann werden wir noch mehr Geld verdienen. Was gibt's hier? Über 200.000 besitzen. Also im Haare besuchen, na nach also im Haare fahren wir nicht. Weil, da war ich ja schon.
Aber über 200.000 besitzen ist doch schon ein Ziel. Jut, Lela, wie sieht es aus? Wo ist denn die? Prost. Okay, dann fangen wir an, erstmal befragen und. So, also bevor sie nicht irgendwie was anderes oder ein bisschen mehr Geld, jetzt 1400 Simoleons plus, ja, würde ich mal sagen, da können wir auch die Jobs machen, die sie bekommt. Jotenschein, der ist ja auch in der Schule aufgekommen. Achtung, Achtung, der freundliche Gerichtsvollzieher befindet sich auf deinem Grundstück. So, dann halt mal an, jetzt wird es ja interessant. Kamera auf Simrichtung, was nimmt der mit? Unser Computer, oh geil, ja. Spinnt der? Nee, er nimmt den Fernseher. Ja, den kannst du behalten, okay. Den kann ich mir vielleicht noch leisten. Verwende einen Computer, um dich in die Computer des Gläubigers zu hacken. Matthias möchte, dass ich mich in die Datenbank der lokalen Dienststelle einschleuse, um eine kleine Fehlüberweisung zu korrigieren. Moralische Bedenken habe ich keine. Ich werde mich einhacken und Matteo würde ruhig schlafen können. Okay, so, der ist auch schon wieder weg. Geh mal rein, genau. Wer ist denn das? Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn hier in der Nähe? Eine Bibliothek oder so? Hier zum Beispiel. Okay, Bibliothek besuchen. Na los, und jetzt machen wir hintereinander weg und dann lösen wir den Fall hoffentlich ziemlich schnell. Gut, der Gerichtsvollzieher hat uns den Computer gelassen. Wie ist das jetzt? Muss ich jetzt meine Rechnung bezahlen oder muss ich jetzt nicht? Ja, na, weil wir das einfach nur verpennt haben. Denn Rechnung bezahlen hätten wir ja können. Das Haus ist ja nicht teuer. So, hier ist Totenstille. Ach, hier sind die Computer. Na, krieg mal den Computer hacken. Von Leandro La Rosa. Na, wollen doch mal sehen. Sieht man denn da was? Immerhin, sie meldet sich tausendmal an, aber irgendwas hat sie. Schon wieder anmelden. Wer ist hier denn da? Theodor Medina. Und? Kick mal das, Gabriel Arias. Ich glaube, die gibt es alle schon, seitdem es Sims 3 gibt. So, wie lange dauert denn das noch? Mit der Hackerei.
Ist bestimmt eine ganz schwierige Aufgabe. Oh Gott, schon erledigt. Ich habe mich in die Datenbank eines Gläubigers des Gläubigers gehackt und ein paar Einsen gegen ein paar Nullen ausgetauscht. Ich habe nichts allzu Verbotenes getan, aber auch keine Spuren hinterlassen. Ich hinterlasse nämlich nie Spuren. Da melde ich mich mal bei Matteo Torres. Okay. Irgendwie cool. Berufserfahrung haben wir auch. Und ich will mal hier nachkicken. Ach nee, das... Oh, Chantel, komm bald nach Hause. Mach mal den weg und geh mal zu Matteo. Bericht erstatten. Jetzt ist die Bibliothek voll. So, und wollen wir mal sehen, ob der auch gleich bezahlt. Wieso ist sie gelb? Dass der Gerichtsvollzieher da war, das wies sie ja noch gar nicht. Den hat sie ja nicht gesehen. Oh Mann, kriegst einen neuen Fernseher, okay. Versprochen. Jetzt kriegt ihr doch die Meldung, dass ihr Sport macht. Na los. Linda Scott, das ist die Mutter von Chantel. Quinny Nukola? Zuba. Jima Zuba. Jo, 500 Simlons und... Kick mal, Berufserfahrung haben wir auch. Was haben wir denn für ein Level? Level 5. Jo, mach dich mal nach Hause und dann guck ich mal, was mit Chantel ist. Denn... Da steht sie. Ach so, die fährt arbeiten, das ist ein Ding. So, dann lassen wir Chantel noch zu Ende arbeiten. Also, ja, die geht ja nur arbeiten. Wer steht denn da? Was willst du in meinem Haus? Kann man die nicht rausscheuchen? Wegscheuchen. Klappen Zähne. Raus. Irgendwie geht es noch nicht. Bitten zu gehen. Jetzt klappert sie erstmal mit den Zähnen. Aber sie freut sich drüber. Okay, weg ist sie. Und jetzt will ich in meinen Briefkasten kicken, ob wir hier noch die Rechnung haben. Rechnung. Ja, Rechnung bezahlen und Liebesbrief. Ja, ich glaube, an Chantel können wir keine Liebesbriefe schicken. Ist ja doof, wie lange muss ich denn jetzt warten? Wieso ist sie überhaupt gelb? Weil sie keinen Spaß hat. Florita und so weiter. Gabriele. Lupita. Nee, ich will kein Liebesbrief. Vergiss es. Ach so, hier muss ich ja mal kicken. So, warte, so. Sie hat Montag und Dienstag frei. Und wir haben erst Donnerstag. Warum machst du denn schon wieder dicke Party? Das ist ja doof.
Sie ist auch schon wieder voll müde. Nee, ist aber erst 16 Uhr. So, dann mache ich jetzt mal eine Reihe rum hier, weil irgendwie. Nee, nicht schlafen. Und Hunger hat sie auch Reste. Klebrige Carbonara. Ja, ich würde gerne mit Chandler zusammen nochmal tauchen. Oder so. Wie gesagt, ein bisschen Geld müssen wir noch verdienen, um endlich mal auf Reisen gehen zu können. Irgendwie. Nun ja, das war demzufolge ein. Chandler ist schon fertig. Ja, warum nicht? Und wollen wir mal kicken, ob wir dann noch vielleicht ein bis abends irgendwie tauchen können oder so. Mal sehen, wie lange Chandler braucht. Okay, aber das im nächsten Part. Jo, tschüss.